Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim InTycoon. Schön ausgebaut haben wir es beim letzten Mal, muss ich sagen. Wir haben ja auch unseren Koch, wir haben unseren Wirt, wir haben sogar schon zwei Kellnerinnen, die jetzt hier um die Gäste streiten. Naja, gut, streiten jetzt nicht unbedingt, aber wir müssen mal schauen, dass wir vielleicht uns mal um diese Einteilung kümmern. Ich gucke mir mal ganz kurz mit euch die Statistiken an. Okay, tägliches Glück gibt's hier. Ja, die ersten vier Tage waren ja noch gut. Trinkgeldchance 10%. Ah, da sieht man das auch ein bisschen. Das ist schön. Bei der Wirtschaft. Okay, wir sind eigentlich schon immer relativ gut gefahren. Natürlich muss man Ausgaben machen, ist klar. Und wir haben hier das erste Mal dann neutrale Kunden und wütend und Misserfolg, zu lange gewartet, um zu bestellen. Haben wir tatsächlich zwei. Deswegen war ja das auch wichtig, deswegen war ja das auch wichtig für mich, dass wir noch eine zweite mit einstellen von den Kellnerinnen. Jetzt wollte ich mal gucken, ob ich das denn Mitarbeiter. Was ist hier? Ach so, da kann ich dann auch auswählen. Ja, ist okay. Das geht natürlich einfacher. Der Koch. Vom Teller. Vom Teller, ja. Vom Teller. Okay, was ist das? Arbeitsbelastung 67%. Der hat 43, 82. Okay, also das ist okay. Ja. Wie war das mit dem... Da gehen wir nochmal aufs... Achso, das ist keine Kellnerin. Sie. Ganzes Gasthaus, Arbeitsbereich auf einen Radius von 4 Sätzen. Ah, da kann ich dann quasi sagen, sie soll hier arbeiten. Das Ding würde ich gerne mal ein bisschen dann verschieben. Dass wir das daher machen. Jawohl, okay. Ein Tag bis Saisonwechsel. Superschneller Service, Silvester, Halloween. Nee, ich würde sagen, ich überspringe das einfach mal. Und dann noch den... Wo war das jetzt? Wo war das jetzt? Achso, genau. Almatea. Und da haben wir die Ding. So, und die würde ich gerne hier hinsetzen. Ja, ich glaube, das ist gut. Ich vergesse mal die Trinkgelder hier, ne? Und dadurch sollte das doch dann auch ein klein bisschen schneller gehen. Denke ich jetzt mal. Wie kann man die noch einteilen? Mit welchem Radius? Radius von 6 und Radius von 8. Ah, okay. Also wenn ich jetzt einen Radius von 6 mache... Dann könnten wir das quasi hier hinsetzen. Und bei ihr auch den Bereich von 6. Allerdings dann hier drüben noch die Tische mit dazu. Weil da würde ich dann nämlich hier nochmal zwei Tische mit hermachen. Tisch. Zwei Stück. Da ist auch alles noch drin, glaube ich. Ja, also da ist gerade noch der Wein dann mit drin. Und das Essen ist auch noch mit drin. Aber wenn ich hier vorne noch mal einen hinstelle, dann haben wir kein Essen mehr mit drin. Ne? Deswegen wäre eigentlich dann ein Ausbau der Taverna noch ganz gut. Und dass wir dann vielleicht hier noch mal eine Theke hinstellen. Oder wir stellen hier noch ein Weinfass her, wenn das geht. Das ist doch auch gut. Warte mal, das wäre allerdings ein wenig zu nah, ne? Ach so, der bedient den Tisch auch noch. Wie ist es damit? Würde noch den Tisch bedienen, aber nicht mehr den hier, ne? Wenn ich da noch einen hinstelle. Was für Sounds. Was für Sounds. Ach, zu schön. So, Tisch. Würde ich da hinten tatsächlich nochmal einen herstellen?
So, jetzt ist allerdings die Frage, der Radius, der, mit denen dann eben hier anpassen. Ja. Great Service. Serve Customers 250 Items. 250 Mal. Ich denke sowieso, dass ich das noch ein paar Mal ist essen. Dass ich das eh noch ein paar Mal umbauen werde. Man muss ja erst einmal ein bisschen reinkommen in das Ganze, ne? Levelaufstieg auf 5, ne? Wunderschön. So läuft's, so mag ich's. Wir haben jetzt dann eh bald wieder Tageswechsel. Klicken Sie hier, um das Fortschrittspanel zu öffnen. Ah, okay. Und da sind eben Sachen, die man Kuchenofen und Brotbackofen kann man da noch machen. Und ein langer Tisch. Das ist auch gut, dass man das hier machen kann. Ich würde allerdings auch gerne mal das Schlafzimmer ausprobieren. Ne? Ob wir das vielleicht da hinten oder sowas hinmachen können. 125 kostet da eins. Oder dahin. Oder dorthin. Mein Gästezimmer auf die Seite hier. Hier vorne dran. Probieren wir es halt einmal aus. Wir können ja nicht wirklich was verkehrt machen. Ne? Außer, dass wir kein Geld haben. Das ist das Einzige. Da muss man echt aufpassen mit der Kotzerei, die hier stattfindet, oder Verschütterei. Weil unsere Leute eben dann auch ausrutschen da drauf. Gut, 175. Damit hätte man dann hier ein Bett drin. Mal abwarten, ob das was bringt. Wir haben jetzt halt sehr wenig Geld, ne? Schauen wir mal bei unseren Leuten. Ah, 4. Das ist gut. Dann würde ich gerne hier auf jeden Fall das Gehalt nochmal kürzen und die Trinkgeldchance erhöhen. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. So. Ein Punkt, dann, ups. Okay, das war mir schon klar. Minus 73. Trinkgeldchance und Trinkgeldbetrag. Jawohl, den machen wir. Man kann anscheinend auch mehrere aktivieren. So, ein Bett bringt 19 Münzen die Nacht. Upgrade kostet 350. Oh, der fehlt irgendwie der Weg. Anscheinend. Wenn wir das dahin machen, sollte das doch noch passen, oder? Almatea. Halt, ich wollte noch weiter gucken. Hier. Bewegungsgeschwindigkeit, Kochgeschwindigkeit. Nee, Bewegungsgeschwindigkeit würde ich machen bei ihm. Und da haben wir nichts. Ist okay. Okay, ich glaube, das passt schon noch, ne? Ah, da schläft jemand drin. Schläft. Kamera folgen, stoppen. Ach so. Die folgt automatisch. Das ist auch gut. Geht weg. Weg mit dir. Oh, da ist was am Boden, das habe ich gar nicht gesehen. Mal gucken, kann man eigentlich dann später Putzservice, Badezimmer, Aufsicht, Haushälter. Ah, Reinigbetten für die nächsten Kunden. Und wer macht das, wenn ich das... Kein Bonus. Oh, da brauche ich tatsächlich jemanden, der das macht. Okay. Da habe ich jetzt natürlich nicht drauf geschaut. Ne? Also Leute, her mit dem Geld. Vielen herzlichen Dank für euren Support. Trinkgelder werden immer sehr gerne angenommen.
So, wir haben noch... Ah, wohlhabende Kunden haben wir noch. Also wir haben auf jeden Fall hier noch die Chance mit Trinkgeld und höhere Preise und sowas. Zwei Bierskis stehen schon bereit. Und ein Wein steht auch schon irgendwie bereit hier. Ja, ich glaube, es wäre schon nicht schlecht, wenn wir irgendwie Upgrades machen in Bezug auch auf Geld. Okay, der geht. Wurde nicht bedient anscheinend. Zu lange gewartet, um zu bestellen. Okay. So, jetzt können wir aber jemanden einstellen. Weil sonst bringt es ja nichts. Rowena, hast du auch schon Punkte? Ah ja, nein, hast du noch nicht. Aber du kannst dir sicher sein, dass wir dein Gehalt kürzen. Eigentlich echt fies, ne? So, die steht jetzt, ne? Du kriegst dann später schon noch zu tun, das sage ich dir. Da werden wir noch einige Betten aufstellen, allerdings braucht man natürlich das Geld dafür, ne? Die Dinger kosten ja auch ein Upgrade. Ach so, stimmt, ich habe ja den hier abgegradet. Da kriegen wir ja 9 Münzen dafür. Aber ich glaube, die anderen sind dann nicht betroffen davon, ne? Nee, da muss jedes Fass einzeln Muster abgegradet werden. Finde ich gut. Oh, schade. Vielleicht sollten wir hier die Geschwindigkeit von den Mädels erhöhen, ne? Bewegungsgeschwindigkeit, dass das dann eben nicht mehr so lange dauert mit dem Bestellungen annehmen. Ah, gut. Schauen wir mal, ist eh gleich der Tag wieder zu Ende, ne? Also zu schnell wachsen sollte man anscheinend nicht. Was ist denn das da eigentlich? Ein Schrank. Das erhebt den Preis um 50% und... Bett auf, keine Ahnung, was Geschwindigkeit 66, also aufbereiten wahrscheinlich. Geht weg. Status irgendwie, Status trinkt. Der ist am Warten. Ist auch am Warten. Aber es gab Trinkgeld, das ist doch trotzdem gut. Okay, 5 wütend sogar. Okay. Wählen Sie ein Ereignis? Nee, gerade aktuell nicht. Vor allem kein Geld umwandeln in Erfahrungspunkte. Gigerigok. So, Leute, kommt ran. Da muss ich schauen, dass ich das irgendwie ein bisschen besser ausbaue. Wie viel kann man denn eigentlich ausbauen? Also ich kann auf jeden Fall bis hier runter mit der Kamera. Ich kann auch, wow, also ich kann wirklich sehr weit hoch. Wenn das wirklich alles bebaubar ist, dann muss ich sagen, ist die Ecke natürlich schon wirklich sehr groß, ne? Wow, okay. Ich weiß ja nicht, ob man da noch mehr Theken dann später bauen kann. Wahrscheinlich schon, ne? Mit den Upgrades. Badezimmer, Speisezimmer. Warte mal, geh mal hier drauf. Ne, geh mal nicht da drauf. Geh mal... Menü auch nicht. Wo war es denn nochmal? Das ist Ruf, da kann ich nichts machen. Tag 11. Glück 75. Hier. Hier war's. Ab Level 6 hätten wir dann das Badezimmer. Dann haben wir hier Lamm- und Fischgrill. Eine Bühne für den Baden. Spielzimmer, Boxsack, Keller, Kellerfass. Was? Skiball. Ein lustiges Spiel, bei dem du versuchst, den Ball in die Löcher zu werfen. Ah ja, stimmt. Stimmt, stimmt. So, aber wir müssen jetzt erst noch mal schauen, dass wir Geld zusammenkriegen, ne? Vielleicht auch mal hier ein bisschen schneller laufen lassen, weil mir dauert es zu lang. Oh,
Die macht auch, oh, die macht auch sauber, das ist cool. Ich hätte jetzt gedacht, dass die nur, dass sie nur die Betten reinigt, aber anscheinend macht die auch den Schmotter am Boden weg. Das ist nicht schlecht. Mir ist jetzt leider noch nicht aufgefallen, wo man sieht, ab wann die Kunden ein Level abbekommen. Ah, hier, 2 Punkte. Stufe 2, oder? Nee, okay, das sieht man es nicht. Nochmal, gehen wir auf alle, da ist es, glaube ich, am besten. Da kann ich dann einfach die durchklicken und dann sehe ich ja... Conkeller. So, die Dame schläft. Geht weg. Jawohl. Bett wird gemacht. Schwupp, schwupp. Und das Bett ist parat für den nächsten Kunden. Wunderschön. Wenn man auf der langen Reise ist, mal hier schnell in die Taverne rein. Ist doch wunderbar. Oh, da ist auch ganz viel. Vielleicht stellen wir dann doch noch mal jemanden ein. Weil wenn hier welche gehen, dass wir vielleicht noch eine dritte Kellnerin mit anstellen. 5 sehr negativ, okay. Ereignis, superschnell, nee, wir überspringen. Wie gesagt, ich möchte das Geld auch nicht umwandeln. Machen wir mal wieder Normalgeschwindigkeit. So, Althea. Wenn ich jetzt dir den Radius... Ne, da ist entweder die 2 Tische. Na, ja, das ist blöd. Abbrechen. Aber wenn wir natürlich nochmal jemanden einstellen... Schauen wir doch einfach mal. Kellnerin anstellen. So. Du hast auch noch keine Punkte. Radius... 6 Meter, dass sich das alles hier so ein bisschen überlappt. Die Daphne. Ist der Koch überfordert? Ich glaube nicht. Ja, jetzt müssen wir den Geld reinholen. Ohne Geld geht das jetzt gar nicht. Deswegen mache ich gleich wieder hier auf schnell. Oh, da gibt es sogar Trinkgeld. Schön. 5 Münzen Trinkgeld. Wird natürlich immer ganz gerecht unter allen Mitarbeitern aufgeteilt, ne? Nicht. Ja, ich glaube, jetzt geht es dann auch ein bisschen flotter, ne? So. Du bist genau da hinten. Vielleicht mache ich dich auch nur auf 4 Tische hier. Dich auf die 4 hier. Dann kannst du dich voll fokussieren auf das da. So, Daphne. Nee, das ist Almathea. Hier. Dann mache ich dich auch auf 4 und mache dich dann vielleicht auf die 3 Tische. Und die Althea Dingsbums. Althea. Almathea, die mache ich dann auch hier auf 4 und die mache ich dann nur in dem Bereich. So, umstellen tun wir am besten, wenn der Tageswechsel ist, würde ich sagen. Dass ich jetzt dann nicht wieder Kunden rausschmeiß. Mal gucken, ob es jetzt halt ein bisschen besser ist dann von der Bewertung. So, kleine Unterbrechung wegen Telefon. Ich hätte es eigentlich weiterlaufen lassen sollen. Jawohl, sie rennt. Das ist doch schön, wenn das mit den Zimmern hinhaut. So, 695 Münzen haben wir. Ich würde... Okay, wunderbar. Sturmsaison. Alle Kosten 34. Was haben wir jetzt? Novemberregen wird sich ändern. Und zwar auf Sturmsaison alle Preise plus 17. Kundenbewegungsgeschwindigkeit ist reduziert. Die interessiert mich aber nicht. So, machen wir mal hier ein bisschen langsamer.
Dann würde ich nämlich gerne den Tisch hier ein klein wenig verstellen. Das Fass vielleicht ein klein wenig verstellen. Achso, es geht nicht. Warte mal, kann ich das da hinten hinstellen? Auch nicht. Ne, okay, dann müssen wir es da lassen. Das macht ja nichts. Dann könnten wir vielleicht, wenn ich dir doch den Radius erhöhe, vielleicht, dass wir dann die drei Tische haben und dann eben noch einen weiteren Tisch dann da herstellen. So, gucken wir mal. Das da, Taverne. Ein Tisch noch zusätzlich. Der hat dann jetzt bloß nichts zum Essen dabei, ne? Das ist das Einzige. Aber vielleicht können wir hier nochmal eine Theke herstellen. Dann sollte doch das, jawohl, dann ist das auch versorgt. Das ist doch wunderbar. Und Amalthea, die versorgt jetzt quasi die vier Tische. Ich denke, das läuft dann ganz gut jetzt. So, Trinkgeld, her damit. Nicht, dass sich das der Kunde unter den Nagel reißt, ne? Da haben wir auch ein Trinkgeld. Trinkgeld, her damit. Ja, vielleicht gehen wir dann ein bisschen auf die Zimmer ein. Dass wir die Zimmer im Grunde ein bisschen upgraden, also die Betten. Aber das bringt nicht so viel wie die Theke, ne? Die Theke wäre mit einem Upgrade schon wesentlich besser. Weil wir hätten den Weinpreis generell höher und den Bierpreis höher. Und die Dauer des Einschenkens reduziert sich. Komm, das mache ich. Das riskiere ich jetzt halt einfach mal, das Upgrade hier. Alles, was Geld bringt jetzt, ne, sollten wir upgraden. Mietpreisen? Ja, lassen wir das da auch upgraden. Für 160. Verkaufen darf ich die Dinger halt bloß nicht, ne? Levelaufstieg, jawohl. 4 neue Mitarbeiterlimit. Levelpunkte. Also man kann hier schon einiges an Upgrades bekommen, um das Ganze noch weiter auszubauen. Ich glaube, das wird interessant. Je größer das wird, desto interessanter wird es mit der Planung, wie man was macht. Also ich würde tatsächlich sagen, dass man so eine Art Hotelzimmer oder sowas dann irgendwo in eine Ecke mal packt. Da muss ich natürlich auch erst einmal die Räume dahin bauen, ne? Das ist auch klar. Die Theke, die reicht ja jetzt halt nur für diese Tische, die wir da haben. Das heißt also, man muss dann, wenn ich dann hier erweitere, auch nochmal eine Theke hinstellen. Okay, wir haben schon mal keine mehr, die wütend sind. Das ist doch schon mal gut, oder? Ereignisse, schneller Service, Mitarbeitergeschwindigkeit. Was? Mitarbeiter, Aktionsgeschwindigkeit, Trinkgeldchance plus 10%, alle Gehälter plus 30. Nee, ich würde das jetzt erst einmal lassen. Wir müssen mal schauen, dass wir da ein bisschen Geld aufbauen. Oh, und wir haben hier, okay. Zum einen natürlich, sorry, aber Gehaltskürzung ist das A und O. Und Kochgeschwindigkeit. Wir könnten die drei Punkte hier noch aufteilen. Einmal die Bewegungsgeschwindigkeit auf die zweite Stufe und die Kochgeschwindigkeit. Das ist doch in Ordnung. Arbeitsbereich haben wir natürlich hier, ne? Weil ich glaube, das hat mit sonst nichts irgendwas zu tun. So, schauen wir mal bei den anderen nach. Wir zeigen mal alle und gehen mal alle durch. Du hast 0 Punkte, 0. Was? Rowena hat sehr viel Arbeit. Naja, gut. Professional Service. Okay. Nee, noch passt alles. Dann ist gut. Trinkgelder einzacken. Earning Side Income, also 100 mal
Trinkgeld kassieren. Ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass das jetzt schon 100 Mal war. Aber das tut natürlich gut. So, ich würde trotzdem sagen, dass ich mal das Fass hier upgrade, dass alle Fässer upgraded sind. Quality Equipment, upgrade objects 5 times. Wunderbar. Was kostet hier? 1000 kostet hier das nächste Upgrade, was natürlich schon gut wäre, ne? Die kann man nicht upgraden, da passt immer nur eine Suppe drauf. Aber wir können das Ding hier upgraden, dadurch kriegen wir mehr Suppenpreis und so für 320. Cool. So, hier haben wir auch ein Trinkgeld. Von da oben sehe ich es einfach besser, ne? Kann zwar auch hier näher ran, aber von oben sehe ich es irgendwie besser. Okay, das sah gut aus. Wenn sie ein eigenes schneller Service, Lebensmittelpreis, Gehalt des Kochs, alle Gehälter. Nee, lassen wir mal. Achso, und wir haben ja dann auch noch alle Preise plus 17%, ne? Das ist natürlich noch das Nächste. Ja, vielleicht machen wir tatsächlich noch ein paar Zimmer, dass ich das Zimmer hier verschiebe. Und dann hier quasi nochmal zwei zusätzliche Gästezimmer hinpack. Wie viele Punkte haben wir denn eigentlich? Anforderung 5. Münzen. 2,1. Ja, ich mach schon. Wenn ich sehe, dann mache ich es schnell, ne? Zwei Münzen. 3,2. 3,2. Schön. Also man kann das schön locker laufen lassen auf einer höheren Geschwindigkeit. So, 700. Guck mal, wir haben für 125, also wir haben 300 Münzen, die wir brauchen für ein neues Gästezimmer. Ich würde sagen, ich fange jetzt halt mal hier an. Da können wir gleich zwei bauen, komm. Wir bauen gleich zwei. Und das verschieben wir dann. Ein gemütliches Spiel. Man muss halt das Handling ein wenig raus haben, ne? Wie man es am besten macht. Aber ich denke, wenn man immer drauf schaut, dass man wirklich auch sich Geld ansammelt, dann kommt man gar nicht einmal so in große Probleme. Wie war das hier mit dem Statistiken Kunden? Okay, es sind jetzt auf jeden Fall keine wütenden Kunden mehr da. Oh, schön. Alle Preise plus 50%, das würde ich tatsächlich ausnutzen. Das würde ich jetzt tatsächlich mal ausnutzen. So, half a month. Past 15 days, also 15 Tage quasi schaffen. Jetzt wollte ich nur mal gucken, kann ich jetzt den Raum... Zimmer abreißen, abreißen, ich will das ja nicht abreißen, ich will das eigentlich, kann ich da ein Zimmer noch hinsetzen? Nee, ne? So, gibt es da noch mehr Trinkgeld? Wahrscheinlich, ne? Das könnte jetzt halt ein richtiger Geldschub sein, den es hier gibt. So,
haben wir 3 Zimmer am Vermieten. Also sie sagt hier, sie überarbeitet ist, aber eigentlich bei 3 Zimmern denke ich, das ist noch okay, ne? Oh. Ah, jetzt. Gut. Ich habe schon Angst gehabt jetzt, dass es doch wieder passiert. Aber gerade aktuell ist es, glaube ich, wirklich ganz gut. Ne? Okay, der war jetzt nicht so amused about, weil er warten musste. Aber wir kriegen hier richtig gut Geld rein. Ne? Wir könnten die Theke upgraden. Weil wir haben 1130, wir könnten ein Upgrade machen. Dann geht das Ausschenken schneller und wir haben höhere Preise. Zumindest schon mal die Theke, ne? Was kosten die Fässer? 320 als Upgrade. Später wird es wahrscheinlich so sein, man stellt ein Weinfass hin und haut dann gleich das komplette Upgrade drauf, weil man so viel Geld hat. So, den würde ich natürlich gerne mal machen, ne? Den Schrank. Du hast nicht genug Punkte. Wo sehe ich denn die Punkte eigentlich? Tag des Königs? So, sehe ich wahrscheinlich bei Statistiken oder sowas. Oh, Nachttisch. Ups. Okay. Trinkgeldchance ist höher. Trinkgeldbetrag ist höher. Wunderbar, das passt doch. Ist doch ideal. Moment, ich mache mal ganz kurz hier auf Pause, weil ich würde nämlich gerne den Raum verschieben. Ich wollte es jetzt noch mal gucken. Umsiedeln. Okay. Das geht also nicht. Nee. Ich muss tatsächlich das Zimmer abreißen. Und dann ist das Bett auch weg, ne? Okay, nee, das ist mir ein wenig zu doof. Da warte ich lieber dann, bis wir tatsächlich... Moment, umsiedeln. Bis wir tatsächlich mehr Geld haben, dass ich das dann mache. Wir könnten hier nochmal Zimmer hinmachen. Oh, Trinkgeld ganz viel. Gar nicht gesehen. Ja gut, dann lass wieder schnell laufen. Warte mal, ab wann haben wir das Bad? Oh, das haben wir sogar schon frei, ne? Badezimmer. 350 braucht man da, aber das kann ich da hinten nicht hinmachen, ne? Das wäre dann hier. Oder wir machen das Badezimmer. Na gut, das ist dann ein wenig blöd, ne? Wir könnten natürlich schauen, dass wir hier vielleicht ringsrum bauen. Das wäre noch eine Möglichkeit, dass wir sagen, wir machen von der Taverne quasi hier nochmal einen Weg außenrum und dann können wir da nämlich nochmal weitere Zimmer ansetzen. So, weil das sind ja nur 50 Münzen für den Ausbau. Dann könnte ich mal schauen, ob wir das Ding umsiedeln können. Umsiedeln? Nee, es geht nicht, ne? Ach, aber ich kann da hinten das Zimmer hinbauen und dann das Bett einfach rüberschieben. Das können wir natürlich machen, ne? Na gut, aber ich würde sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ja, das machen wir beim nächsten Mal. Hups, nein. Ich war noch auf Umsiedeln. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Da bauen wir dann ein bisschen mehr aus mit Zimmern und dann machen wir auch Badezimmer und so weiter. Schauen wir mal. Gut, Leute, dann soll es das gewesen sein für heute. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst mir gerne ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo da zu lassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.